Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Sandra von Linis Rares Diamonds. Ich kann es gar nicht fassen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe ja letztes Wochenende so viel Glück gehabt beim Action mit den kleinen Diamond Painting Bildern. Und dass ich die bekommen habe, hat mich ja total überrascht. Weil ich bin ja auch schon zigmal beim Action gewesen und habe nichts von dem bekommen, was ich wollte. Ja, und jetzt hatte mein Mann gestern Zahnarzttermin in der Stadt, wo ich auch arbeite. Und meine Tochter und ich sind dann so lange zum Action rein. Und dann dachte ich echt, ich sehe nicht richtig. Da habe ich jetzt die beiden Bilder gefunden, die ich vor Monaten zigmal gesucht habe, die es da aber nie gab, obwohl sie halt auf der Internetseite angezeigt wurden. Und ja, jetzt habe ich sie tatsächlich. Ganz, ganz komische Geschichte. Das ist bestimmt 5 Monate her. Und jetzt können wir uns die zusammen anschauen. Ich bin echt gespannt. Eins ist mit Metallicstein und eins ist sogar mit Glow in the Dark. Ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an. Das ist nämlich das Schmetterlingsbild, wo ich so lange nachgesucht habe. Und ja, ich finde es echt faszinierend, dass sie jetzt auf einmal da waren. Zumal es sonst immer bei uns nur entweder die kleinen Formate oder die großen Formate gibt. Und jetzt hatten sie beides. Ganz, ganz komisch. Aber mir ist es recht. Ich mag zwar lieber die kleinen Formate, aber ich hoffe ja, dass ich hier auch mal zukomme. Ich war bloß hier so irritiert. Ich dachte im ersten Moment, das Bild ist wirklich nur zur Hälfte und die andere Hälfte in schwarz. Da habe ich gar nicht gescheitert, dass das eigentlich nur der Effekt wahrscheinlich sein soll, wie es dann aussieht. Ja. Oh, ich habe sogar zwei. Ja, komisch. Ich habe hier zwei Legendenblätter, aber nur auf einer ist die Legende, auf dem anderen sind nur alle möglichen Sprachen. Das kann auf jeden Fall weg. Das ist das gute Stück. Es hat 8, 9, 10, nee, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 verschiedene Steine oder Farben, wie auch immer. Hier ist die Steinchenauswahl, hier sehe ich sie schon. Das sind wahrscheinlich die Glow in the Dark. Wir schauen uns aber erstmal die Leinwand an. Ich roll die nur einmal eben andersrum auf. Die sind ja immer so ein bisschen steif beim Action. Hab jetzt ja auch ein paar ältere Actionbilder verkauft, wo ich merke, dass das Motiv nicht so meins ist. Ja, diese Motive kosten ja 4,99 €. Also wenn von euch jemand mal eins besorgt haben möchte und die 6,99 € Versand in Kauf nimmt, dann kann er mir gerne Bescheid geben. Ich weiß selbst, wie das ist, wenn man die Bilder einfach nicht findet. Und dann kann man besser einmal 7 € Versand bezahlen, als ständig zu den Läden hinzufahren. Oh, das ist aber schön, oder? Es ist ja richtig auch viel mit Blüten, ne? Das hätten sie mal im Frühling, Sommer rausbringen sollen und auch lieferbar haben. Das wäre doch mal cool gewesen. Ja. Klebekraft ist gut. Und wir schauen uns natürlich auch die Steine an. Viel Orange, Gelb. Die 2 ist die Umrandung vom Schmetterling. Ich denke, dass das dann die Glow in the Dark sind. Steht das hier irgendwie? Es könnte auch das T sein. Müssen wir gleich mal gucken. So sieht es auf jeden Fall aus. Gelb, Orange,
lila, blau, orange, orange, grün, blau, hellblau, pink, rosa, türkis und T ist, nee, das ist aber, würde ich sagen, normaler Stein. Also denke ich schon, dass diese Nummer 2, also die Umrandung vom Schmetterling, Glow in the Dark Steine sind. Ja, cool. Sehen auf jeden Fall gut aus, die Steine. Ich versuche mich jetzt ja auch wieder ein bisschen an Rund zwischendurch mal zu wagen. Dann aber eher mit Schablone. Dann packen wir das Ganze doch mal wieder ein. Ich möchte es gleich aber eben wieder richtig die Steine einpacken. Ich glaube zwar nicht, dass ich dieses Bild wieder weiterverkaufen werde irgendwann, aber das werde ich wohl behalten. Ja, das ist das eine. Echt schön, muss ich sagen. Was sagt ihr zu dem Bild? Wenn Marie das von Marie's Diamond Painting sieht, kannst du mir ja mal schreiben, ob das das ist, was du damals auch gesucht hattest. Und dann habe ich doch tatsächlich jetzt das mit den Schwänen bekommen. Ich denke zwar, dass das vielleicht etwas verpixelt wirken wird, aber wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist sogar mit Metallicsteinen. Beide halt in 40x60. Die Bilder selbst sind anscheinend auch nicht mehr in Folie, so wie am Anfang immer eingepackt. Hier sind auch wieder zwei bei. Das ist ja komisch. Haben die jetzt so viele Sprachen dabei, dass sie zwei Seiten brauchen? Das Bild hat, glaube ich, ein paar mehr Farben. Kann man auch wieder weg. So, das hat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 26, 28 Farben. So soll das Ganze dann aussehen. Auch echt schön, so mit dem Gebirge und mit dem Mond und so, ne? So, dann roll ich das auch einmal wieder. Ja, die Schwäne machen ja einen relativ kleinen Teil des Bildes aus. Das ist im Querformat, mag ich auch immer sehr gerne. Andersrum, dass ihr es auch gut seht. Wie gesagt, die Schwäne sind eher klein gehalten. Ja, echt schön. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns auch mal an. Ich finde es nur schade, dass Action es immer noch nicht schafft, DMC-Nummern dazu zu nennen. Aber ansonsten finde ich die Actionbilder echt immer toll. Also für den kleinen Preis eine echt super Qualität. Die Nummer 3 scheint auf jeden Fall Metallic zu sein. Dann schauen wir gleich mal, wo es hinkommt. Und Haar auch, also zweimal Metallic. Ich noch mal eben weiter. Ja, zwei Metallic. Ich zeige euch die Steine eben. Also, da ist ein Metallic. Das andere sind alles normale Steine. Hier kommt noch ein Metallic, das H. Also müssen wir gleich 3 und H suchen. Hier sind auch noch welche. Ich muss es einmal zu meiner Seite drehen, sonst kann ich das immer schlecht gucken. So, 3 ist hier. Oh, cool. Das Ganze hier ist alles Metallic. Das, was jetzt so gelb hinterlegt ist.
Das ist alles Metallic. Cool. Und der andere Metallic ist der blaue hier im Himmel. Und auch hier zwischendrin und hier. Das könnte wirklich gut aussehen. Was meint ihr? Boah, das ist schön. Eigentlich bin ich ja gar nicht so der Landschaftspainter. Aber ich muss sagen, das gefällt mir doch wohl. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das jetzt auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das wisst ihr ja. Auf eure Kommentare sowieso. Ich reagiere ja auch immer möglichst zeitnah. Und wenn ihr mich neu entdeckt habt oder mich noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne kostenlos. Da würde ich mich so, so drüber freuen. Und ihr würdet mir und meinem Kanal damit sehr, sehr weiterhelfen. Ja, das war's von mir. Ich mache gleich auch noch ein TikTok-Video dazu. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss.